16.45 Uhr. Wir sind jetzt hier in Arvidsjaur angekommen und es hat sich wirklich in all den Jahren hier gar nichts verändert. Es ist wie eh und je, wie damals und wie, ich weiß gar nicht, wann war ich das letzte Mal hier? Vor 2 oder 3 Jahren? 3 Jahren muss es glaube ich sein oder so. Ich verstehe es nicht. Hier fahren Autos die Straße hoch und runter, ja, also ich kann gerne mal rumschwenken. Dass man glaubt, hier wohnen Leute, also hier wohnen natürlich auch Leute, es ist eine Kleinstadt, ja, oder es ist eine Stadt, sagen wir es mal so, es ist eine Stadt, ja. Aber die Geschäfte, es ist alles zu, es ist unfassbar. Die klappen hier allerspätestens 18 Uhr vermute ich mal die Bordsteine hoch, ja? So dass er hier gar nichts, es ist hier eine rein, wir fahren jetzt hier mal, ich filme gleich nochmal, auf dieser Shopping Mall entlang, ja, also die Hauptstraße durch den Ort im Prinzip, gesäumt von Geschäften links und rechts, es ist alles dunkel, alles tot. Das hat mich damals schon so und jetzt im Prinzip noch genau dasselbe, ja. Man würde ja wenigstens erwarten 19, 20 Uhr, nein, spätestens 18 Uhr. Ich habe sogar einige mal gesehen, 16 Uhr, das muss man mal reinziehen, ne? Und irgendwo passt das, finde ich, nicht ganz. Wenn man bedenkt, dass wir weiter nördlicher, ne, weiter oben, da hat das alles bis 2021, ne, und die Supermärkte natürlich auch 22 oder 23 Uhr auf. Ja. Hier haben wirklich nur die beiden Supermärkte im Ort noch länger auf. Also ich kenne zwei, vielleicht gibt es noch ein paar andere. Ja, aber die Geschäfte, ich wollte jetzt immer noch dran denken, wegen Dominiks Schuhwachs, könnt ihr vergessen. Ich habe auch gesehen, den Intersport, den es hier mal gab, den gibt es nicht mehr, der ist offensichtlich zu. Dafür habe ich hier ein Wildmarkshaus, ein Outdoor-Laden, vermutlich Angel-Jagdbedarf, so sah das aus, vom Vorbeifahren gesehen. Natürlich auch zu. Ja, also, oh, ja, mal, guckt euch das mal an. Das nenne ich mal ein Räumfahrzeug, ne? Nochmal ordentlicher 20 Tonner. Ja, also hier ist tote Hose in Arvidsjaur. Wir werden jetzt, ich fahre jetzt noch einmal den Ort runter und dann filme ich nochmal, wie wir einmal hochkommen und dann halten wir hier an der Kaufhalle, dass wir ein bisschen was zu spachteln haben können. Und also ich hole mir noch einen Vorrat von irgendwas Frischem. Ne, was wir denn, also heute Abend werden wir, ich bin immer noch auf dem Dreh weiterfahren, denn wir kommen hier wirklich mitten in den Schnee rein. Es ist hier, ne, interessanterweise muss ich allerdings sagen, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, die Birken sind hier noch gelb. Das ist so ein bisschen wie in Jokkmokk, ja? Gelbe Birken, unfassbar, im Schnee. Gut, ne? Dann werden wir natürlich auch Eli verfüttern, bevor wir dann weiterfahren. Ne? Ich richte mich heute denn auf eine lange, stramme Fahrt ein. Stramm heißt 50 km/h und den Fokus auf Eis auf der Straße und Elch neben der Straße, damit es richtig schön ermüdend wird hier. Auf dahin. Oh, wir starten unsere Arvidsjaur Stadtführung per Frontscheibenperspektive wieder an der Tankstelle an einem Ortsende. Das ist hier die Ingo. Ja, aber bei Ingo tanke ich nicht, sondern wir tanken am anderen Ortsende bei Q8. Frag mich mal warum. In jedem Fall will ich tanken als letztes, bevor wir, nachdem wir alles andere durch haben. Ne? Und ja, dann geht es jetzt auch schon los. Wie immer, es wird nicht gewischt, ihr kennt das ja. Und ab der Dampfer. Wir könnten ein lustiges Spiel machen, ihr zählt einfach mal Volvos. Hier sind nämlich besonders viel unterwegs. Gut, links ist ein großer See, seht ihr nicht? Also pass auf, ich wische einmal, euch zuliebe, wirklich nur ein einziges Mal. So, links ist ein großer See, den seht ihr jetzt nicht. Der dürfte auch schon, ja, Tatsache, der ist schon so gut wie fast zugefroren, da liegt schon Schnee drauf. Jetzt geht's los. Rechts haben wir das Hotel Laponia. Ich, jedes Mal, wenn ich hier vorbeifahre, frage ich mich, ist da auf oder ist da zu? Ja? Ich habe eben in einem Fenster oben einen Fernseher laufen sehen. Aber von unten, Rezeption, Restaurant, ne? Ich meine, wir haben es jetzt Essenzeit, wenn man es genau nimmt. Ja? Und Parkplätze davor, sieht das Ding aus, als ob es zu wäre. Rechts ein paar Tesla-Zapfsäulen, direkt hier am Hotel. Ja? Da könnt ihr also euren, wenn er so weit kommt,
Ah, hier haben wir wieder einen aus dieser Kategorie 16 plus mit Volvo 49. Herrlich. Gut. Rechts wird schon Schnee geschäumt, da fahren wir mal kurz vorbei. Geräumt hier mit dem Radlader, da wird kein, da brennt nichts an. Ich habe die nochmal kurz angehalten, da brennt überhaupt nichts an. Die, oh, das glaube ich ja nicht, jetzt sind die. Also Schweden kommen mit sowas nicht klar, muss ich nochmal sagen, mit Blinken links und rechts, ne? Ich habe die schon so oft vorgelassen, ja, das heißt, ich setze den Blinker rechts, fahre langsam weiter oder halte an, damit kommen die nicht klar. Das kriegen sie nicht hin, denn dusseln die wirklich kilometerweise hinter einem hinterher. Ihr glaubt es gar nicht, ne? Da könnte ich mich jedes Mal fast drüber aufregen, weil ich so nett bin. Aber naja gut, das ist ja ihr Problem. Links hätten wir jetzt einen Sportladen. Na, der sieht aus wie Jagdhund Fiske. Ja, also es gibt was für Jagdbedarf, Hundebedarf und Angelbedarf. Ja, wie ihr seht, zu. Übrigens, ja, natürlich 18 Uhr. Interessanterweise ist es ein Hundeladen, aber ich sehe genau 4 Schilder, Hundeeintritt verboten. Auch nicht verkehrt, muss ich sagen. Jetzt frage ich mich natürlich, wie ich denn da ein Geschirr oder ein Halsband für meinen Hund aussuchen soll, wenn ich ihn nicht mit reinnehmen darf. Aber gut, andere Frage. Wir fahren weiter. Wir werden jetzt hier nämlich den gleich anhalten, aber erst fahren wir einmal durch. Jetzt haben wir hier rechts den Coop. Ja, hier sind ein paar Kreisverkehre. Hier lässt sich immer schön rumdriften. Also wir gehen gleich mal in den Coop einkaufen und vorne links haben wir das ICA, da gehen wir dann auch mal rein. Ich vergleiche immer mal gern nochmal. Ne? Und das hier ist sozusagen die, ja, die Flaniermeile, ja? Die Einkaufsstraße, die Hauptstraße. Links und rechts davon gibt es dann Wohnsiedlungen, ja, aber wenn man was haben will, sofern es auffahrt, wäre das denn hier. Ich mag das sehr gern mit den Kreisverkehren, ich muss mich hier echt zusammenreißen. Wir fahren hier wirklich nur 20 km/h. Ja, und dann sieht man die Geschäfte links und rechts. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja. Dass eine Bank zu hat, dürfte klar sein. Aber alles andere ist hier auch Geschäft. Es sind keine Wohnhäuser. Es sieht aus, als ob diese Stadt tot wäre. Ja. Wie gesagt, 18:45 gerade vorbei. Leute arbeiten hier natürlich noch. Ja. Also auf der Straße hier, Straßenreinigungsdienst, ein paar Firmen und so weiter. Aber in den Läden siehst du gar keinen mehr. Das ist hier richtig finster. Und das ist so ein Phänomen, ich habe es nie verstanden, ehrlich gesagt. Aber das ist halt so, wie es ist, ja. Mich nervt es immer wieder, weil ich jedes Mal hier nach 16 oder 18 Uhr erst vorbeikomme. Rechts wäre jetzt ein Q8-Tankstelle. Da gehen wir, oh, schon wieder so ein schicker Volvo, diesmal tiefer gelegt. Da werden wir gleich mal, nachdem wir einkaufen waren, dann tanken fahren. Hier habe ich auch ein ganz tolles Erlebnis an dieser Tankstelle. Interessanterweise, die haben hier auch eine Phrasis, ist ein Burgerladen. Na, und davon kann ich echt nur abraten. Also wenn ihr mal richtig ekelhaft essen wollt, dann Phrasis. Ja, Utfahrt ist übrigens Ausfahrt. Und Phrasis hier ist der letzte Huppatz. Ganz ehrlich, ich hatte mal richtig Hunger. Ich war mal 2 Wochen unterwegs und dachte mir, jetzt schiebst du dir so ein Ding rein. Und hatte, da gab es Eli auch schon. Und ich habe mir einen Burger mit Pommes genommen. Ich glaube, das nennt man da so Sparmenü oder sowas. Ja? Jedenfalls habe ich das vermeintlich Beste genommen, was es da gab. Und es war beides nicht essbar. Also ich habe in den Burger reingebissen. Ich meine, Geschmack ist ja individuell. Ja? Das ist ja subjektiv, keine Frage. Der eine mag es, der andere nicht. Ja? Und ja, es war nicht genießbar. Und nicht mal die Pommes. Also sowas habe ich echt noch in meinem ganzen Leben noch nicht gegessen. Noch nirgendwo. Und ich war in schon richtig schlechten Burgerläden. Und da dachte ich mir, ja okay, denn der ganze Kram für Eli. Der Witz ist, nicht mal Eli hat den Mumpitz angerührt. Ich habe den eben Burger, normalerweise zieht er sich alles rein, ja, auch Burger, gar kein Thema, Pommes, nimmt er Maxi-Tüten. Der hat das Zeug nie angefasst, also der hat den Burger einmal kurz geschnuffelt und dann Nase weg. Der wollte den partout nicht haben, ich wollte dem den wirklich ins Maul stopfen, der hat den Burger nicht haben wollen. Und das ist das sicherste Zeichen, dass es der letzte Abfall ist. Was Eli nicht isst, das sollten wir auch nicht anrühren. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, Phrasis bloß nicht anhalten. Selbst wenn ihr Hunger habt, fahrt einfach weiter, nuckelt am Daumen oder guckt in Kaufhalle oder haltet bis zum nächsten Morgen aus. Das lohnt meiner Meinung nach nicht.
So, und wir gucken jetzt mal, dass wir hier in der Mitte von ICA und Coop halten, damit wir hier beide gut abfrühstücken können. Ja, also es fahren hier wirklich Autos hoch und runter. Seht ihr ja, es laufen hier Leute lang, links und rechts und quer. Aber man fragt sich natürlich, wenn die Geschäfte zu haben, was machen die? Gut, jetzt haben wir, sind wir hier noch drüber hergezogen, über die Arvidsjauer Gemeindepolitik. Und es gibt hier übrigens einen Flughafen, nicht ganz uninteressant, beziehungsweise auch logisch, weil ich es ja gesagt habe, hier oben gibt es ein Testcenter. Auch hier könnt ihr denn im Prinzip direkt landen für die Leute, die nicht fahren möchten. So, ich würde mal hier den Unterstand nehmen, dann können wir Eli direkt an der Bank füttern, das ist auch nicht verkehrt. So. Hier werden wir dann. Ich melde mich dann gleich zurück, wenn ich mit meiner Shoppingtour vorbei bin. Ist auch ganz interessant, ja, wenn ich einparke, den Blinker rechts setze und ich stehe schon am Straßenrand, ja, also ich behindere gar keinen mehr, habt ihr eben gerade mitbekommen. Die beiden Autos halten erstmal an. Ja, vermutlich der reinen Nettigkeit halber, dass sie mich so lange in Ruhe lassen und nicht überholen, bis ich ausgestiegen bin. Ja. In Deutschland würde man schon überfahren werden, noch während man im Prinzip einparkt. Diese extreme Hilfsbereitschaft bzw. Rücksicht hier oben, ja, das muss man erstmal verarbeiten und verstehen bzw. sich dran gewöhnen. Für mich ist es ja nichts Neues, aber manchmal muss ich sagen, nervt es auch, also weil es übertrieben erscheint. Ja. Solche Sachen, wie ich gesagt hatte, ich bin mehr vermeintliches Verkehrshindernis, ja. Und suggeriere, gebe den Leuten ein Zeichen, komm, überholt mich einfach, ich halte auch noch an. Aber partout, nein, gibt's nicht. Da könnte ich denn sagen, Alter, raff's es, weil ich mag das überhaupt nicht, wenn Leute hinter mir eine Schlange bilden oder mir auf die Pelle rücken, ja, und ich denen aber schon gesagt habe, ihr könnt freie Fahrt haben, ja, und sie machen es denn doch noch nicht, ne, also da werde ich denn, da könnte ich echt juckig werden, ne. Gut, also es gibt jetzt kurze Shoppingtour in Arvidsjauer, dann melde ich mich zurück. Hey, ich weiß nicht, ob ich zu sehen bin. Ich jetzt hier die Lampe anmache, bringt wahrscheinlich auch keine Punkte. Ja, ich war einkaufen in beiden Läden und ich weiß gar nicht, wie du anfangen soll. Also ich fange ganz hinten an. Ich war zum Schluss hier noch in dem zweiten Fastfoodladen. Das muss ich jetzt austesten, nachdem ich über den einen hergezogen bin. Ja, Phrases machen wir jetzt hier Sibylla. Ja, ich habe hier den teuersten Burger, also den vermeintlich besten, größten genommen. Alle anderen, die sahen noch kleiner aus oder magerer als ein Big Mac und blablabla. Gucken wir mal, ihr seid jetzt echt live dabei, ne? Nicht, dass ihr denkt wieder, Dominik erzählt irgendwelchen Mumpitz, ja, so kommt das Ding an. Ich durfte mir ein Getränk mitnehmen, der Typ wäre erstmal total geil, ja. Ich komme rein textet mir gleich zu, ich sage, hier, Englisch können wir, ich sage, ja, alles klar, warte mal kurz 2 Minuten, ich muss den da draußen noch bedienen. Ich sage, ja, gar kein Problem. Er hat T-Shirt an, ich dachte mir, draußen bedienen? Steht vor dem Laden, das ist ein ganz normaler Parkplatz, ne, also bin ich schon reingegangen, stand das Auto schon da und er geht dann raus. Das ist offensichtlich die Variante vom Drive-Thru, der, Bedienung geht auf den Parkplatz, also nichts mit Drive-Thru, im Schnee, ja, also es schneit hier ja richtig, ihr seht, ich bin komplett eingeschneit, mit T-Shirt irgendwie, ne, und jetzt kommt, jetzt war offensichtlich beim Getränk irgendwas nicht in Ordnung, ja, also der Shake-Mixer, beziehungsweise der, Getränke sind ja immer bei Fastfood-Läden, wird mal Wasser mit Sirup vermischt, ja, wenn er die Dinger drunter haltet, und weil ich noch, dann kommt er mit diesem riesen Eimer, ich glaube so ein 10 Liter Ding Sirup an, geht zu dem Auto, hat die andere hat den Eimer mit Wasser und mixt den, das direkt an eine Scheibe, wegen des Urs am Schneien ist, ja, kippt er den, ich dachte, ich gucke nicht richtig, erst dachte ich, der geschenkt den Sirup oder das sind vielleicht Angestellte, die das vielleicht mitnehmen wollen. Das hast du ja echt noch nie gesehen, ne? Da wird das Getränk im Prinzip an der, und der im Fahrer ist nicht ausgestiegen, ne? Das wird im Prinzip an der Fahrerscheibe zubereitet. Total geil. Und vorher, als ich reingegangen bin, ne, rennt hier eine Mutti jogging, ne? Also
vielleicht so 22 geschätzt, ja, Blondchen, schickes Teil, mit Leggings und T-Shirt, mit T-Shirt. Ich habe gedacht, ich spinne. Ich renne ja so draußen rum, ja, weil das ganze Schnee ist über kam ins Gesicht. Wir haben minus 4 Grad, immer dran denken, ja. Und da rennt die hier im Jogging, guckt dann die ganze Zeit noch auf ihre Uhr, oder Pulsmesser oder was auch immer. Im Schnee, Gestöber mit dem T-Shirt und Turnschuh und Leggings. Ass rein. Gut, jetzt wollen wir erstmal hier testen. Der Rest kommt danach. Einkauf natürlich, wie immer. Ja. Wir machen jetzt hier Sibylla klar. Ila hat die ganze Zeit hier ganz brav im Auto gewartet. Der kriegt jetzt natürlich ein bisschen was ab. Und wenn der Mumpitz nicht schmeckt, dann kriegt Ila eine ganze Menge ab. So, Ila, du musst kurz warten. Wo stellen wir hier das Ding mal hin? Dass er jetzt auch wirklich live dabei ist. Ich habe noch nie reingeguckt, ja. Ich hoffe, ihr seht jetzt auch ein bisschen was. Mehr Licht kann hier nicht machen, weil wir sind... wenn ich jetzt hier ein bisschen den Büscher bediene... Akkurat. Machen wir mal ein bisschen warm. So. Das ist Sibylla. Zwei Pommes sind schon runtergefallen. Sieht er aus, ne? Alles in einer Box serviert. Der Burger soll hier mit Schinken sein und zwei Patties a 150 Gramm. Das ist das Maximum, was hier ging. Der Laden war komplett leer. Also bis auf den geilen Drive-Thru-Kunden war kein Mensch drin. Genauso wie bei Phrases. Ich glaube, die haben alles Besseres zu tun, als in diese Ramschläge zu gehen. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen, ein leeres Restaurant. Ne? Pommes, ein bisschen Fahrt. Aber okay, ist so eine Mischung, schmeckt 30% nach Burger King und der Rest so ein bisschen als nach Stino-Pommes. Geht. Wer Burger King-Pommes mag, der wird sagen, okay. Wer McDonald's-Pommes mag, der wird sagen, ah, ist mir ein bisschen zu kross. Und jetzt natürlich das Interessante. Ich sage euch hinterher, warum ich... den Burger, mal abgesehen von dem Test, was mich jetzt natürlich gewurmt hat, auch in dem Essen. Dann kommen wir gleich zu. Ja, das ist wirklich ein riesen Ding, wie damals der Big Tasty Bacon. Und den gibt es ja gar nicht mehr. Also mal gucken, ob ich den hier gehandelt bekomme. Oh, das Brötchen ist aber weich. Das ist jetzt auf Kopf, aber... Also ihr seid jetzt echt live dabei. Wenn das nichts ist, ey, bin ich pappe satt. Was hat das Ding gekostet? 140 Kronen. Mit dem Getränk 0,3. 0,3, nicht 0,5, ne? Total fad. Das Ding ist einfach nur warm. Er hat ihn frisch zubereitet, da ich ja der einzige Kunde war. Das ist immer der Vorteil. Aber Fleischqualität ganz unterste Schublade. Also nicht den letzten Abfall, aber untere Schublade. Kein gutes Patty. Zu fettig. Zu fettig, zu grobstückig. Und das Fett ist auch schon zu alt. Der hat die eigentlich auf Platte gemacht, ne? Aber der hat noch ein bisschen Fett draufgekippt. Und salzig. Salzig ziemlich doll. Das Salz überdeckt eigentlich den ganzen anderen Mumpitz. Ah. Jetzt schmecke ich bloß nach Salz. Die Soße ist ein ganz lasches Imitat vom Big Mac. Sieht auch genauso aus. Und mal eine Nahaufnahme haben. Ja. Atem mal. Ganz wichtig. Ich schreibe ja Rezensionen, ja, wisst ihr ja, nicht nur auf meiner Webseite, sondern natürlich auch über alle Sachen, wo ich hingehe. Kaufhallen, Etablissements, Hotels, Rastplätze, völlig egal, gibt überall eine Rezension. Und natürlich kriegt hier Moppelchen da drin auch eine. Ey, der Daus. Wir sollen ein bisschen in Szene setzen hier. Wobei das natürlich schwierig wird. Naja. Der sagt mir hier beste Aufnahme auf dem Telefon. Ich würde mal sagen. Der hat seine besten Tage hinter sich gehabt, der Burger hier. Also nicht essenswert, auf keinen Fall. Ist ein Riesending, ist schwer. Durch Eli. Ich weiß nicht, wie viel ich noch schaffe, bevor mir schlecht wird.
Das ist echt Mist. 15 Euro. Na, ich schmecke das Schlimme, da ist Bacon drauf, ja. Also, ich weiß nicht, wie viel Scheiben. Auch der Bacon ist total fad. Da ist auch nur salzig und fad. Also gar nichts bei. Wenn Phrasis auf einer von 1 bis 10 eine 0 ist, dann ist das hier eine 2. Kannst du echt nicht essen. Also Fast Food kannst du hier vergessen. Ich will jetzt nicht verallgemeinern, ne? Aber ganz ehrlich, da ist ja selbst Burger King oder McDonald's besser. Das war eine, ich habe jetzt beide Läden abgecheckt, ja? Innerhalb der letzten 10 Jahre war ich jetzt sozusagen einmal bei Phrasis und einmal bei Sibylla. Und jetzt wird es schon ekelhaft. Es ist einfach nur ein fettiges Dreckding. Das ist genau das, was im Prinzip alle Gesundheitsfanatiker, Vegetarier und Co. verpönen. Und in diesem Fall muss ich sagen, auch zu Recht. Geht gar nicht. Nährwertangabe minus 1. Scheiße. Davon werde ich nicht mal satt. Dann kennt ihr diese richtig billigen Frikadellen, die... Ich esse sowas nicht, aber ich habe vor ewig Jahren, ja, vielleicht 12 Jahren oder was weiß ich, über 10 Jahren mal so ein Ding gegessen, eine richtig billige Frikadelle. Gibt ja Leute, die essen das regelmäßig. Und dann stellt man sich die vor, in richtig fettigem Fett gebraten und dann mit einem Salzstreuer ausgerutscht. Und das ist das hier. Nee. Das ärgert mich, das Geld, ne? Aber Rezension ist immer so, kosten Geld, als sei denn, man kriegt diesen Job bezahlt. Das ist die Frage, wer einem so einen Job bezahlt. Restauranttester, ja. Mich würde grundsätzlich keiner bezahlen, weil ich zu kritisch bin. Ich gebe auch gute Noten, ja. Aber dann muss es auch gut sein. Und das ist leider immer seltener der Fall. Nun gut. Oder auch nicht. Das nervt mich an. Das ganze Ding ist für Eli. Boah, es ist, guckt euch das an hier. Also der kriegt eine entsprechende Rezension. Da kann er jetzt natürlich nichts für. Er hat alles richtig gemacht. Das scheint hier das Hausrezept zu sein. Das Fleisch ist wirklich unterste Schublade. Ich glaube, die haben den ähnlichen Lieferanten wie Phrasis. Wenn nicht sogar denselben. Ich versuche jetzt mal Folgendes, die Sache ein bisschen zu retten. Wobei das eigentlich gar nicht möglich ist, bin ich der Meinung. Aber ein Versuch macht natürlich klug. Ich nehme diese Bratz-Frikadellen hier runter. Oh. Ich guck mal hier, wie viele Zwiebeln da drauf sind. Alter Falter. Und das Schlimme ist, die schmecken einer gar nichts. Ah, hier seht ihr auch gleich mal den Schinken. Ah, wisst ihr was? Das ist ein Foto für die Götter. Das machen wir jetzt hier als... Jetzt habe ich das ganze Telefon hier richtig eingesaut. Da fragen die sich, was ist denn das für ein Menü? Das ist hier Burger in 4 Teile gesplittet. Geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Ich wollte jetzt die Buletten hier runternehmen, weil die sind für Eli. Ich will Eli nämlich nicht diese ganze Soße zumuten. Ah, das ist wirklich ekelhaft. Ich meine, für ihn macht das jetzt nichts. Also ihm geht es dadurch nicht schlecht, keine Sorge. Und so Durchfallsachen ist auch nicht das Problem, überhaupt gar nicht bei Ila. Die Sache zieht sich alles rein. Ich könnte ihm jetzt auch eine Tom Yang Gung Schafe Grad 4 braten, kochen. War gar kein Problem. Aber ich will ihm auch keinen Müll vorsetzen. Er ist ja kein Abfallschlucker. Und das hier, ganz ehrlich, das würde ich hier meinem schlimmsten Klassenfeind empfehlen, den Laden. Ja? Aber keinem anderen. Erstmal nur das Brötchen, ohne, ich schmecke nicht mal den Salat, ich schmecke nicht mal den Bacon, ich schmecke nicht mal die Zwiebeln. Das Einzige, was ich schmecke, ist diese ekelhaften Big Mac Imitatsoße. Das ist wirklich der letzte. Aber Ila wird sich freuen gleich. Der wird sich freuen
über diese Patties. Hey, hoffe ich. Dazu natürlich der Brenner, wenn er das wie bei Phrases macht, wenn er den Scheiß nicht anrührt. Das wäre der Oberbrenner, ne? Aber bei Phrases habe ich nicht die Patties gesondert, sondern eben den ganzen Burger hingehalten, ne? Aber es war auch abends, bin ich der Meinung, ne? Weil wir ja gerade aus dem Wald irgendwo kamen. Also wenn du aus dem Wald kommst, dann ist das hier nicht nahrhaft. Definitiv nicht. Aber keine Sorge, ich zeige euch gleich was. Ich habe natürlich was Richtiges gekauft, glaube ich. Keine Frage. Aber das muss jetzt sein hier als Test mal. Und um euch auch zu zeigen, mein Geschmack ist ja natürlich subjektiv. Ja. Da, es gibt vielleicht Leute, die sagen, das schmeckt gut. Man weiß es nicht. Aber dann muss ich sagen, die kennen keine guten Fastfood-Läden. Ja. In Europa gibt es auch keine guten. Da muss man mal dazu sagen. Es gibt vielleicht ein paar einzelne Stände, die keiner großen Kette angehören, die vielleicht noch halbwegs okay machen. Da kenne ich auch ein, zwei. Aber in den USA zum Beispiel, ne? Wenn ihr an der Westküste seid, in jedem Fall in und out. Ne? Das ist, glaube ich, Kalifornien, Arizona, Utah, Mexiko, bin ich mir nicht mehr sicher. Könnte sein, Nevada. Ne? Also ich glaube, es waren 5 Staaten. Ja, so ungefähr. Die, also die sagen selber von sich aus, dass sie nur die Westküste bedienen. der geilste Burgerladen überhaupt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es gibt alles frisch. Auch Fastfood-Leugner bzw. Verweigerer kommen da auf ihre Kosten. Können, wenn sie ein bisschen offen sind. Ja, nicht vorurteilbehaftet. Da reingehen. Da werden die Pommes, du siehst, ja, total, also es ist grandios eigentlich. Ich habe so viele In- und Outs ab in vielen Staaten. Mit einer der geilsten ist San Francisco, direkt am Fisherman's Wharf. Da war ein großer, dicker, jetzt hätte ich fast ein N-Wort gesagt, ja, weil ich ja aus einem anderen Teil der Region komme, ein farbiger, der hat Hände, Pranken so groß wie Kohlköpfe. Der hat Kartoffeln direkt in den Schälautomat gesteckt, ja. Und danach gleich in den Häcksler ging das. Und dann kam auf der anderen Seite gleich die Pommes raus. Und das Förderband schmießt die Pommes sofort in das frittierte Fett, na, in das kochende Öl. Und das ging auch weiter. Und dann, also es war so eine Art Fließband-Ding. Und es kam sofort heiße, richtig geniale Pommes raus. Du hast auch gesehen, dass die Kartoffel, die war wie gesagt frisch, ne? War alles perfekt. Und Burger bei In-N-Out kriegst du vom Double-Double angefangen. Also Double-Double ist im Prinzip das hier. Ja, so zwei übereinander. Und dann kannst du dir zusammenstellen, wie viele Patties du haben willst. Und ohne Scheiß, das geht endlos. Die machen dir ein 14-14. Ne? Die hauen dir 14 Patties übereinander, wenn du das willst. Jetzt sind die Fragen natürlich, wer das noch essen kann. Ja, aber die sind lecker. Die frischer Salat drauf, frische Zwiebeln drauf. Die Patties sind auch 1A. Also das Fleisch ist okay und die Buns, das Brötchen, ist auch völlig in Ast rein. Die Pommes nennen sich da Animal Fries. Das sieht ungefähr so aus wie hier. Und da, also auch Hammer. Ganz normale Pommes, eigentlich kein besonderer Geschmack. Wird aber gemixt mit Käse und einer Soße und kommt alles in so einen Karton rein. Machst das Ding auf und denkst, boah, was ist das denn? Ne? Das ist so richtig was für den fetten Ami. Ja, und das Krasse ist, je größer du den Burger bestellst, desto mehr Animal Fries kriegst du. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, ich habe mal einen 6er bestellt. Ja. Das war nicht, es war nicht mehr essbar. Es war nicht mehr essbar. Das Schlimmste, was ich gebracht habe, waren 3 Double Double mit 2x Animal Fries und hinterher, weil war gerade Saison, habe ich mir 1 Kilo frische Blaubeeren reingehauen. Die gab es auch im Supermarkt. Total lecker. Ich bin den Rest des Tages ausgefallen. Wir mussten eigentlich abends ins Theater, ja, auf dem Hotelzimmer. Und also wollten noch einen Stadtrundgang machen. Ich hatte total Durchfall. Ging gar nicht. Ich habe mich damit vollgeschaufelt. Das war einfach nur die fetteste Kalorienbombe überhaupt in Kombination mit der Frucht des... mit der Kombination der Frucht... War also 2 Tage lag ich im Prinzip breit. Aber es war lecker. Es war richtig lecker. Und das ist genau das Gegenteil von dem,
Also lange Rede, kurzer Sinn. In und out, in den Staaten müsst ihr essen. Ostküste kannst du vergessen. West Coast Rules gibt es nur in der Westküste. Nur in diesen Staaten. Markenzeichen, zwei gekreuzte Palmen. Ja. Und da, wo In und out in der Nähe ist, da gibt es ein McDonald's, da gibt es ein Burger King, ein Wendy's, ein Jack in the Box und noch ein paar andere. Und die sind alle leer. Da steht kein Mensch vor. Da ist kein Mensch mehr, diesen Scheiß. Die Amis sagen ja selber, boah, McDonald's, das ist ja ekelhaft, der Müll. In und out. Und es ist wirklich so. Es hat mit den anderen Burgerläden nichts zu tun. So gut wie fast gar nichts. Ne? Jetzt habe ich hier was über die Amis erzählt. Dabei sind wir in Schweden. Aber ich hatte ja erwähnt, die Schweden haben eines von den Amis hier tatsächlich gemeinsam. Und damit meine ich auch das Essen vor allen Dingen. Nicht nur einige Teile der Lebensanstellung, auch das Essen. Und leider aber, muss man sagen, haben sie auch einige negativen Sachen, weil auch sowas Ähnliches kriegst du auch in Amiland. Wendy's zum Beispiel macht Burger, da gibt es einige, die kann man auch nicht essen. Man muss wissen, was man bei welchem Burgerladen essen kann, wenn man bei den Amis unterwegs ist. Denn, also wenn man zum Beispiel Roadtrip macht, ja, und man will jetzt nicht unbedingt noch abends 22.30 Uhr in so einen kleinen Supermarkt gehen, weil man Angst hat, dass man da eventuell an der Kasse erschossen werden kann, wenn mal wieder jemand kommt, der bargeldlos einkauft. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gerade gering, das kann ich euch sagen. Ja, und dann muss man besser in so einem Burgerladen anhalten und ja, es gibt einige, die sind... unterm Strich, wenn man vergleicht Europa, also wenn ich jetzt persönlich vergleiche Europa mit USA, ganz ehrlich, dann haben wir nur Dreck. Wir haben nur Abfallbürgerläden. Die Bang, egal. Hier, wie heißt der Typ? Kentucky Fried Chicken. Das ist da drüben auch so gut wie kein Mensch, wenn was anderes Besseres gibt, ja. Wir haben, ich glaube, die haben wirklich nur den Müll exportiert. Die haben nur den Müll exportiert. Ne? Ich habe mich mal da mit einem Restaurantmanager unterhalten von In und Out. Da habe ich gesagt, ihr macht so geilen Scheiß. Es gibt ja auch Merchandising von denen. Ne? Ich hatte ein T-Shirt von denen gekauft. Ja. Warum macht er das nur hier? Ja, da sahen die, tja, ganz ehrlich hat er gesagt, die Firmenphilosophie von denen ist, dass sie der Meinung sind, dass das nur die Weststaaten verdient haben. Die anderen kriegen es einfach nicht. Die würden ein Weltmonopol aufmachen, ja, sowas wie Lidl oder Aldi. Wollen die gar nicht. Die sagen, hier nur West Coast Rules. Der Rest der Welt kann ruhig den Müll fressen. Und Europa, die sollen an McDonald's verhungern. Das ist deren Einstellung, ohne Scheiß. Und da hat er recht. Also zumindest, dass wir den Abfall kriegen. Ich wünschte, wir hätten In und Out, ja. Dann könnte ich wenigstens ungefähr einmal alle 3 Monate nachts an der Autobahn vielleicht irgendwo was essen, ja, was auch drin bleibt und so halbwegs nahrhaft ist. Ja. Na gut, außer die Animal Fries, ganz ehrlich, das muss man sich nicht geben. Aber besser als die, ja, ist es allemal. Ila, wie sieht's denn aus mit Schmacko? Komm mal hoch. Komm mal hoch. Nee, natürlich nicht. Komm mal hoch, Ila. Das hier ist für ein Ila. Na komm her. Den hau dir rein. Müssen wir den kleinen schneiden? Dann kriegst du den so. Nicht das ganze Ding nehmen, nur abknabbern. Da zieht sich das rein hier. Wie sieht es aus? Ist es Schmacko? Was gibst du für eine Note? Von 1 bis 5? Guck dir mal tief in die Augen. Hau rein, Eli. Das ist ein super Schmacko. Er kann das schlecht greifen. Ich müsste das klein machen, ich weiß, aber er soll auch mal ein bisschen im Training bleiben, ja. Zieht er sich den ganzen, das ist ein Doppelpad, das sind 300 Gramm, die er gerade da drin hat. Ich habe ihn noch 4-mal abgebissen, ja. Guckt euch da mal an, wie das da rumhängt. Die Konsistenz ist schon ekelhaft, ne. Wenn man ihn essen sieht, will man das auch nicht mehr haben, ne. Aber nicht Kotzi machen, Eli. Nee, die Zwiebeln brauchst du nicht. Und wie sieht's aus? Noch eine 7-Up hinterher? Ganz ehrlich, wenn das jetzt hier irgendein Hundefanatiker sieht und der sagt, Dümmel, gib's dem Hund, mein Freundchen, ich sag immer mal wieder, dem Hund und allen anderen, die ich hatte und haben werde, die geht's blendend. Die sehen keinen Tierarzt außer zur Impfung. Ich sag's immer wieder. Und was die leisten, das machen die Hälfte der Hunde in Deutschland nicht mal ansatzweise mit. Also kommt hier keiner mit, die Ernährung ist nicht für den Hund. Ja? Können sie gern sagen, können sie aber auch für sich behalten.
Ila isst, was ich esse. Na, aber gleich gibt's ein lecker Döschen, Ila, ne? Hast du schon Futti drauf, ne? Und der muss noch ein bisschen Trinki machen, weil du trinkst nämlich zu wenig. Ist mir gerade auch aufgefallen. Ich esse erstmal die Pommes auf, solange sie noch lauwarm sind, und dann melde ich mich gleich zurück mit dem Einkauf hier, ne? Und ein 7-Up habe ich auch schon ewig nicht mehr getrunken. Na? Hier steht Free drauf. Weiß nicht, heißt das so oder ist das jetzt, weil... oh nein, eine zuckerfreie Limonade. Krebszucker ist hier drin. Na, pass mal auf. Acesulfamca, Aspartan. Das hört sich nicht gesund an. Was auch immer das ist. Soll aber aus... von Carlsberg. 7-Up ist von Carlsberg? Das wusste ich aber auch gar nicht. Ich habe 7-Up damals das erste Mal getrunken, in meinem Leben überhaupt, 1994 in Thailand. Da kannte ich das noch gar nicht. Da dachte ich, Mensch, was ist denn das für eine geile Brause? Und irgendwann gefühlte 35 Jahre später kam es nach Deutschland. In einem 7-Eleven. Kennt ihr die 7-Eleven? Die gibt es da unten wie Sand am Meer. Also es sind die Öffnungszeiten, so heißt der Laden. Ne? Von 7 bis 11 Uhr auf. Morgens bis 7, bis abends 11. Total kultig. Da gibt es einige kleine, so gibt es alles. Das ist wie so ein, ja, wie soll man sagen, Spätkauf, würde man in Deutschland sagen. Ganz vorne an der Kasse, Thailand, ja, also in 94 muss ich mal zu sagen, ganz vorne an der Kasse, ein Riesenregal erstmal mit Kondom. Das ist ganz wichtig da unten. Natürlich alles die Größe. Die würden nicht mal eben passen, Mann. Okay, ich jetzt total ausfeiere. Ich melde mich gleich zurück mit dem Einkauf. Noch kleiner Nachtrag zur 7-Up. Harmoniert 1A mit diesem Menü hier. Also das muss ich Ihnen lassen. Da haben sie genau das richtige Getränk für ausgesucht. Wobei, ich hätte natürlich auch ein anderes aussuchen können. Es gab noch Pepsi, zuckerfrei. Also da stand es ganz groß drauf. Und noch irgendwelche ganz komischen Sachen wie... die kann ich mir aussprechen. Kenne ich nicht. Hätte ich wohl lieber nehmen sollen, weil es hätte nicht schlimmer sein können als das. Ja. Aber... ist so ein bisschen wie verseuchtes Wasser. Ja. So wie dazu. Naja, ich teile mir jetzt mit Eli die Pommes. Na, zu zweit kriegen wir den Becher hier schneller leer, weil wegschmeißen will ich die nicht. Es ist ja auch irgendwo eine Kalorie, die dick macht. Ich werde es bereuen, werde mir unterwegs definitiv irgendwas hochkommen, aber ein schlecht gefüllter Magen hält auch wach. Das ist ja das Wichtigste heute Nacht, denn ich möchte durchfahren. Auf dahin, wir beobachten hier noch ein paar... Ich habe die geilsten Driftszenen hier erlebt. Echt, also, aber nicht auf dem Kreisverkehr, sondern auf den Parkplätzen hier. Das ist echt so ein Ding, kann ich echt nicht. Also, ich verstehe die deutsche Mentalität, den Spießbürger, ja. Und da muss man mal sagen: Schweden, keine Maske beim Einkaufen. Ihr macht das schon mit dem Covid. Keine Regeln, was irgendwie Pilze suchen, Brennholz angeht. Ich setze auf euren gesunden Menschenverstand. Und offensichtlich könnt ihr euch hier Batman-Scheinwerfer ans Auto dran basteln in Lightbar-Formation. Die machen im Prinzip der NASA-Konkurrenz oben am Solarkollektor. Auch gar kein Problem. Und wenn ihr gern driften wollt über einen Parkplatz, 360 Grad, den ganzen Tag quer, ist überhaupt gar kein Problem. Stört niemanden, guckt gar keiner mehr hin, juckt niemanden, alles schick. So, jetzt frage ich euch, warum kann man nicht in Deutschland so ein bisschen lockerer sein? Nur mal so ein klein bisschen schwedisch. Ja, ich glaube, das würde uns allen nicht schaden. Und Annie habe ich schon 7-mal vorbeifahren sehen. 8-mal ist das jetzt, ja. Abgehackter ist auch so ein Ding. Pickups. Ja, für die Jugend, hatte ich ja erwähnt, mit dem Dreieck hinten in der Windschutzscheibe im Kofferraum, die favorisieren Pickups. Egal, ob es alte Volvos sind, die Fahrzeuge gibt es nicht. Ja, also es gab diese Typen nie als Pickup und das war eben eine alte E-Klasse. Als Pickup abgesägt. Habe ich jetzt als 5er BMW abgesägt. Als Opel Omega abgesägt. Als Volvo abgesägt. Es ist herrlich.
die müssen irgendwas an Pickups finden oder meine Theorie, also die finden in jedem Fall was an Pickups, an PKW-Pickups. Meine Theorie ist vielleicht auch, dass es da eine... ich drehe euch nochmal um. Die fahren hier echt diese Kreisverkehre nur hoch. Das ist unfassbar. Das ist ein Siemer Golf gewesen, der driftet hier mit der Handbremse um den Kreisverkehr. Müsst ihr mal vorstellen, in Deutschland würde das nicht mal einer hinkriegen, wenn er diesen... Der hat ja keinen Hebel mehr, sondern bloß noch einen Knopf. Ja. Gut, meine Theorie ist, dass die hier bestimmte Sonderregelungen für Pickups haben, was das Alter angeht, bezüglich der Führerscheine. Denn das muss ja irgendeinen Grund haben, dass ausgerechnet die Jungen, ja, so 16, 17, diese abgesägten PKWs in Pickup-Format fahren. Ne? Chevy El Camino, wer den kennt, genau so diesen Bau. Ja? Also ich denke mal, könnte ja sein, dass es da nur so ein Gesetz gibt, wenn du 16 bist, kannst du ein Pickup fahren ohne Führerschein. So nach dem Motto vielleicht. Und dann sagen die sich, oh, total geil, dann säge ich mir doch jetzt einfach mal 5er BMW ab, dann kann ich den fahren. Man weiß es nicht, ist jetzt eine blöde Theorie, aber irgendwo muss ja was dran sein. Ne? Pickup grundsätzlich kann ja natürlich auch sein, dass sie sich da hinten was draufladen, grundsätzlich was nicht in den Kofferraum geht. Das macht ja auch Sinn, zum Beispiel Schneemobil. Das passt natürlich nicht, ist zu groß. Nun ist aber auch so, dass ein PKW, der hinten abgesägt hat, trotzdem nicht mehr Zuladung hat. Ja? Also es wird automatisch kein Pickup mit einem Dreiviertel-Tonnen Zuladungsgewicht, sondern es bleibt ein PKW und mit seinen 400 Kilo Zuladung. Das heißt, 10 Zementsäcke und das Ding auch Polenfahrwerk tiefgelegt. Ja? Also es muss ja irgendeinen Sinn, ich glaube, es muss einen anderen Sinn geben, als es, dass es nur die Zuladung ist. Ich werde mich da mal informieren. Ich habe jetzt ungefähr ein Drittel von den Pommes weg. Das wird nichts mehr mit mir. Also mit denen wäre ich auch kein Freund. Nee, wie gesagt, die kannst du alle Futti machen. Hau rein. Mir ist es einer, der sich freut. Ja. Also ich müsste die Kamera eigentlich irgendwie draußen anbringen. Ihr glaubt mir das sonst wahrscheinlich gar nicht. Ne? Also ich hoffe, ihr glaubt mir das, dass hier gefühlt jedes vierte Auto nicht mehr gerade fährt, sondern im Prinzip die Fliegen an der Seitenscheibe zu kleben hat. So nach dem Motto. Ja. Ganz wichtig ist natürlich, sind alles Hecktriebler. Ja. Also die jüngere Generation fährt hier nur Hecktriebler. Das heißt, wie ich erzählt hatte, Volvo, BMW, Mercedes. Ja, und dann hört es im Prinzip auch schon auf. Ganz wenige nur haben welche mit Allrad. Ein Subaru, weil Japaner siehst du ja sehr selten. Ich habe witzigerweise im Norden noch kein japanisches Autohaus gesehen. Das heißt, wenn sie die reparieren, müssen sie es auch selber machen irgendwo. Ja. Gut. Eli hat die Pommes jetzt durch und dann wollen wir mal zum Einkauf gehen. Die Tüte könnte man vielleicht noch zum Einkaufen nehmen. Ich habe immer noch meine finnische Tüte. Ja. War jetzt, glaube ich, schon 5-6 Mal im Einsatz. Akkurat. Also den, wenn jetzt hier kein Schnee reinfallen würde, den zeige ich euch mal. Der kommt bestimmt noch. Den habe ich jetzt schon, weiß ich nicht. Roter Volvo 49. Entschuldigung, 240 mit, ich weiß nicht, ob der noch einen Vierzylinder drin hat. Wobei die Vierzylinder hier natürlich sehr brummig klingen. Das kann schon sein, ne? Aber die sind ja bekannt dafür, so ein bisschen Tuning zu machen. Ne? Aber ein Turbo war es nicht. Gut, also die Tüte könnte man vielleicht noch mal nehmen, das weiß ich nicht. Ich teste das mal aus, die wird jetzt nicht verfeuert oder weggeschmissen. Ist aber ein ganz schlechtes Andenken. Mit Essen will ich das nicht mehr in Verbindung bringen. Das dürfte klar sein. Und dann gehen wir jetzt mal, ist noch Akku drauf? Na, ein bisschen. Gehen wir mal zum Einkauf über. Jetzt wird es ein bisschen schwer, weil es eine ganze Menge ist. Ich war erst im Coop und in Abitzjauer, weiß ich, ist es andersrum, ist der Coop besser als das ICE. Der ist hier tatsächlich akkurat. Ich habe ein paar Fotos gemacht, könnt ihr eine Rezension lesen von Coop Dominik Abitzjauer, Backcountry Expeditions. Da seht ihr dann die Fotos entsprechend. Der ist wirklich extrem aufgeräumt und super Qualität der Nahrungsmittel, also zumindest der frischen Nahrungsmittel. Alles super im Regal. Perfekt, also das animiert richtig zum Kalt. Da muss ich auch zuschlagen. Geht's los. Ja, das erste, was wieder sein musste, das lecker Brot ist schön weich. Ja.
Also das sind Cranberries, ist mir denn eingefallen. Ja. Ist natürlich, ich hatte gesagt, da ist er wieder, der Rote, Agorad. Herrlich. Am liebsten würde ich ihn anhalten, mich mal mit ihm unterhalten, ja. Aber, naja, gut. Also das Brot. Dann geht es weiter, Brötchen waren die beiden letzten, ja. Das ist eigentlich ein weißes Brötchen, sieht aus wie so Milchbrötchen vom Teig her. Mit Kürbiskernen offensichtlich. Na, aber ist ein lecker Schmacko, Eli. Du solltest die Zwiebeln eigentlich nicht essen, habe ich dir gesagt. Gut, also Brot und gleich, das war das Erste, was ich gegriffen habe. Kartoffeln. Die haben ein Kartoffelregal, hat mich auch wieder total an die Amis erinnert. Wer schon mal bei den Amis gut Kartoffeln kaufen war, weiß, mindestens 15 Sorten Kartoffeln. Alle super aufportioniert, woher die kommen. Also sieht aus wie im Laden im Prinzip. Ne? Und so war es hier auch. Allerdings hatten sie nur so, ich glaube, 8 Sorten. Aber das reicht ja schon. Ich habe keine Ahnung, ob die festkochen sind oder nicht. Ich habe mir so mittlere Größe rausgenommen bis klein. Und das Interessante an den Dingern, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich stelle euch mal hier hin. Ich hoffe, dass das jetzt besser wird und nicht schlechter. Ja. Das Interessante an den Dingern ist... dieser GoPro-Stick, der klemmt mir jetzt zwischen den Beinen. Dass die rot sind, gescheckt, sehen aus, als ob die Röteln haben. Die sind alle so. Deswegen habe ich die genommen. Ob sich das geschmacklich auswirkt, keine Ahnung. Ungefähr 1,5 Kilo. 12 Stück habe ich. Reicht für uns beide. Und natürlich gibt es da was Entsprechendes zu. Ich stelle das alles mal hier hin. Dann habe ich gefunden, Nudeln. Mal wieder italienische. Ich weiß, wir haben noch 2 Packungen Spaghetti. Aber hier Casa di Luca kann man auch kaufen. Ja, sind original italienische. Und deswegen muss ich es immer probieren. Hatte ich lange nicht. Ja, Fusilli habe ich genommen. Ja, ich hätte jetzt auch Penne genommen, aber Fusilli klebt die Soße besser. Geht's weiter. Wasser. Ich habe mich mal für einen Imstal entschieden. Habe ich auch schon ewig nicht mehr getrunken. Ich wollte, total geil wäre es, wenn ich jetzt hier norwegisches Fosswasser bekommen hätte. Ich hätte die ganze Stiege leer gekauft, ja. Natürlich nicht zum Preis von 250 Milliliter 4 Euro, so wie bei uns, ja. Ich hätte gehofft, dass es hier vielleicht anders kostet, das weiß ich nicht. Habe ich witzigerweise bislang auch nur in Norwegen gesehen, ja. Nicht in Schweden. Schade, also bis jetzt noch nicht, ja. Also Imstal, keine Ahnung, wir trinken zu wenig Wasser einfach, das ist der Grund, ja. Also Flusswasser, ja, aber ich meine jetzt nochmal, wenn wir, weiß ja nicht, wo wir jetzt hinkommen, ob man da noch was trinken kann. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier beim System bleibe. Und jetzt kommt's. Dominik hat richtig reingelangt. Ich hatte gesagt zu den Kartoffeln, ja. Erst stand ich an dem Wurstregal, die hatten so eine separate Fleischertheke drin. Die war sehr super angerichtet mit Fleisch und Käse. Und da gab es italienische Wurst. Wildschweinwurst mit Trüffel und, also die sah astrein aus, aber es war so ein Klingelschalter an der Kasse. Ich hätte klingeln müssen, habe ich überlegt, machst du nicht? Und dann dachte ich mir, ach, na komm, du fährst doch nicht nach Schweden, um italienische Wurst zu kaufen. Das Problem ist, die gute italienische, die kriegst du in Deutschland bei uns gar nicht. Da muss ich wieder nach Italien fahren. Ja. Hätte ich eigentlich kaufen sollen, aber ich habe natürlich was Besseres, weil wir sind ja in Schweden. Und da habe ich jetzt zugelangt. Tiefgefroren. Ist das hier direkt aus Arvidsjaur? Die haben hier eine große Schlachterei. Ja. Wir waren ja vorhin da, haben uns das ja angeguckt, wie die Rentier, also was heißt angeguckt, wir sind vorbeigefahren mit den Rentiergehegen. Ja, und ich hatte gesagt, das ist hier Inkala. Also das soll irgendwie vermutlich eine Innerei sein. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das hier seht. Es sieht aber von der Konsistenz aus wie so eine Art Filet. Man weiß es nicht. Ja. Jetzt preislich, ich glaube, das lag jetzt bei 360 Kronen pro Kilo. 36 Euro, ja, sagen wir mal Pi mal da 35 Euro fürs Kilo und das sind jetzt 470 Gramm. Das sollte, kommt wie gesagt aus Arvidsjaur, das war mir wichtig, dass es hier regional ist. Und hier steht auch der Knabe drauf, von wem es kommt hier, Östra Knickeljauer.
Ja. Das wird es zu den Kartoffeln geben, als sozusagen Steak angebraten, als Pendant zu dem finnischen Eintopf, den wir am Solujavi hatten. Und dann hatte ich ja gesagt, Nudeln, nächstes Mal mache ich gehacktes. Und ich stehe ja zu meinem Wort. Rentierhack habe ich gefunden. Ist das nicht geil? Rentierhack. Rennköttfers. 500 Gramm. Ja. Preis lag hier bei, Kilopreis bei 15, ich glaube es waren 15 oder 18 Euro. Ja, also das Stück hier für einen Zehner. Knapp 10 Euro waren es, wenn ich recht entsinne, 500 Gramm. Das entspricht fast schon, könnte man sagen, dem guten Rinderhack, den es ja gibt. Wollte ich ja auch nehmen, ja, aber ich sag mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt ein Rentier bekommen, im Norden bekommen wir ein Rentier, im Süden wird es nicht mehr geben, dann nehme ich erstmal Rentier. Ja. Aber einmal werde ich das Rinderding hier noch kosten in Schweden, das steht fest. Ja, und hier steht vor allen Dingen das Interessante oder das Positive daran, nur 7% Fett. Das ist akkurat, ja, also mageres, gehacktes gibt es eigentlich gar nicht, ja. Das zählt als Rinderhack schon als Magerstufe extra mager. Ja, und das ist hier wie gesagt Rentier und sieht auch sehr gut von der Konsistenz aus. Ich bin echt gespannt. Ja. So, und dann kommt es natürlich noch. Ja. Ich, ja, war mit gleich am Anfang, dachte ich, stehe ich vor dem Käseregal, habe ja auch ein Foto gemacht. Ja. Die haben ein Regal nur für Parmesankäse. Ich sage, die Amis. Ja. Nur Parmesan, das war bestimmt 1,50 Meter breit und 2 Meter hoch und es war voller Parmesan, nur Parmesan. Einmal geriebenen und dann einmal den zum Stück zum Schneiden. Und da dachte ich mir, schon wieder der abgehackte Benz, es ist jetzt das 9. Mal. Da dachte ich mir jetzt, wenn die jetzt hier echten am Stück haben, dann brauche ich doch keinen zum Rieseln kaufen, ist doch viel besser. Ja? Also bin ich erst am Ende des Ladens gegangen in die Haushaltsabteilung. Und was habe ich in der Haushaltsabteilung gefunden? Wenn ich die nicht gefunden hätte, denn ne, eine Käsereibe. Ist das nicht geil? Völlig verrückt, ne? Frag mich nicht, weil keine Ahnung, was die kostet hat. Ich glaube, knapp ein Zehner oder so. 8 Euro, glaube ich, Pi mal Daumen war es. Ne? Aber als ich die gesehen habe, stand für mich fest, ich muss in jedem Fall den echten Parmesankäse kaufen. Und das ist der hier. Ja. Der hat 30 Monate Lagerung, ne? Also unter 2 Jahre kaufe ich grundsätzlich gar nichts. Also lohnt, das ist in meinen Augen schon gar kein Parmesan mehr. Und natürlich original italienischer. Ja, steht hier drauf auch Nuova Castellini Reggiani Emilia. Was weiß der Geier? Ja, das ist original italienischer, das weiß ich. Und ich glaube, der ist total lecker. Und dafür lohnt sich in jedem Fall die Reibe. 125 Gramm. Ich glaube, der müsste bei, genau, 58 Kronen hat er gekostet. Also er entspricht ungefähr unseren Preisen. Problem ist bloß, dass ich den in meiner Region... ich muss eine Außenkamera hinhängen. Echt, das glaubt mir noch keiner. Und dann natürlich Basilikum, tiefgefroren. Ich packe das gleich mit dem Rehnkött und dem ganzen Kram ganz hinten im Kofferraum, dass es möglichst lange kühl bleibt. Geht weiter. Einen Käse habe ich noch mitgenommen, weil wir immer so viel Marmelade essen. Denn Marmelade habe ich keine vernünftige gefunden. Allen Ernstes, bloß wieder diesen Abfall mit 35% Frucht. Und ich glaube, es ist zu spät. Ich kriege die Kalix-Marmelade nicht mehr. Wenn ich mich noch erinnern könnte, in Haparanda, ja, ist ja ganz oben im Norden von Schweden gewesen. Ich befürchte fast, dass es die auch wirklich nur im Norden gibt. Wir sind ja eigentlich noch im Norden, aber in der Inlandshälfte. Ich zeige es dir gleich nochmal auf der Karte. Hier jedenfalls leider nicht mehr. Wenn ich die nicht mehr kriege, dann beißt sie mich echt in den Hintern, dass ich davon nicht noch 4 Gläser mitgenommen habe. Denn mit 75% Frucht war die echt gut. Ja? Also für, muss man immer sagen, 75% Frucht gibt es bei uns auch, ja. Aber wir reden ja hier von einer Moltebeere. Ganz normalen Käse. Ich habe nicht mal die, ich habe nicht den Müllen genommen, aber ehrlich gesagt, die sehen alle gleich aus. Also sie sehen alle gleich aus. Es ist die kleinste Packung Käse, die es überhaupt gibt. Die größte, die ich gefunden habe, 4 Kilo Maßdammer. 4 Kilo. Das ist ihr Standard. Da lag die ganze Abteilung von voll. Die machen hier nichts unter 1 Kilo Käse. Echt ohne Mist. Nur Käse ohne Ende. Aber leider, im Gegensatz zu dem französischen und dem italienischen Käse, den ich sonst eher favorisiere, ist der hier total mild.
fast schon Fahrt. Also für alle, die gern, für alle, die Fans sind von total milden Käse, der fast kein Aroma hat, die werden in Schweden und Finnland und wahrscheinlich auch Norwegen auf ihre Kosten kommen. So, geht's weiter? Noch eine Packung Tomate mit Basilikum von Mutti, also auch italienisches. Ist jetzt nicht der Riesen-Highlife, aber immerhin. Ja. Und jetzt kommt's. Milch, ja, ihr glaubt's gar nicht. Ich wollte die Normaja haben wieder, die normale 3%. Ja. Ich war hier erst im Coop drin, gab's keine. Nur laktosefrei. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Erst oben in Jokkmokk, alles schick, alles tutti paletti. Jetzt fahren wir in Süden, jetzt geht der ganze Krempel wieder los wie in Finnland. Ich halte, kann nicht wahr sein. Dachte ich mir, naja gut, wenigstens, dann gehst du in ICA, weil da haben sie bestimmt Milch, weil da hast du ja letztes Jahr auch gekauft. Edge, genau das gleiche, nur laktosefrei. Aber alles, die ganze Milch war laktosefrei, gar nichts mehr unlaktosiert, also mit Milchzucker. Es stand nur noch eine einzige Packung, ganz unten in der Grabbelkiste. Wirklich, die stand auf dem Boden von der Landmilch. Die wollte ich eigentlich nicht nochmal nehmen, aber jetzt haben wir die. Ja, ich glaube, die war kurz vorm Ablaufdatum oder so. Das kauft ja keiner, wirklich. Also, es ist mir ein Rätsel. Ich gehe der Sache mal nach mit diesem laktosefrei. Das wurmt mich enorm. Und dann, total genial, gucke ich im ersten Laden hier bei Coop, dachte ich mir, ey, den kenne ich ja noch gar nicht, ja? Hier, das ist ja eigentlich das Apfelsinen-Ding, was ich gekauft habe. Der total lecker war, der frisch gepresste. Jetzt habe ich den hier als Energy-Smoothie, ja? Mit Ananas und ach, hier noch 5 anderen Früchten. Ja. Dachte ich mir, sieht gut aus, nimmst du mit, gehe in das ICA rein. Was sehe ich da? Die gab es nicht im Coop und gab es auch nicht im anderen. Wieder eine neue Sorte. Kraft-Smoothie. Auch wieder Ananas, Mango, Apfelsin, Banane, Karotte, Acerola und Black. Sieht auch gut aus von der Farbe. Auch 100% Frucht, kein Wasser, kein Konzentrat, kein Zucker. Und gleich daneben lag noch eine Sorte, die ich nicht kannte. Ja, hier, Apfel, Grapfrucht, Passions und so weiter. Auch das Ding. Bei dem bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Hier steht 100% Frucht drauf, aber da sieht mir sehr dünn aus. Ne? Weil ich, wenn der so dünn ist, bei den anderen ist es kein Konzentrat. Hier könnte sein, dass es Konzentrat ist. Aber es steht nicht drauf. Aber der ist mir zu dünn für reine Frucht. Ne? Apfelsaft ist natürlich Grapefrucht. Passionsfrucht könnte, aber sollte eigentlich ein bisschen dicker sein. Naja, ich werde es sehen. Also, das ist alles, was ich eingekauft habe. Ihr wart wieder live dabei. In 2 Läden, Kurzfassung. Wer in Arvidsjaur einkaufen möchte, den Coop. ICA braucht da im Prinzip nicht reingehen. Ja, also, lohnt nicht. Das Gleiche, was es im ICA gibt. Ja, nochmal rausgucken. Vorne ICA, hier Coop, grün, rot nein, grün ja. Ist wie bei Ampelfarben ganz eindeutig im Prinzip. Ja, alles, was er da gibt, gibt es hier auch und hier gibt es noch viel mehr und viel besser. Ganz einfache Zusammenfassung. Und noch viel geiler eigentlich, was es im Coop nicht gab, war leider die nette Kassiererin. Die gab es nur im ICA. Wenn die letzte da eindeutig hier, jetzt hier, da ist er, der rote. Habt ihr ihn gesehen? Das war zu schnell, ne? Er ist schon wieder durch den Kreis gedriftet, ey, ist unfassbar. Während die letzte da in Finnland, erinnert euch am Inari-See, ja, die mir da eine Regale hinterherlaufen ist, eindeutig zu jung war, war die, glaube ich, 5 Jahre älter als ich gescheckt, ja, aber was soll ich sagen, ich hatte das Gefühl, die wollte irgendetwas von mir wissen, obwohl ich eigentlich nur bezahlen wollte. Kennt ihr das, ja? Also der, normalerweise, ansonsten kein Mensch in dem Laden, habe ich irgendwo das Gefühl gehabt, dass der gesprächsbereit wäre oder dass sie sich untereinander, also mit mir ja sowieso nicht, ist ja klar, ich rede ja auch nicht mit Fremden in der Kaufhalle, aber untereinander, ja, also wenn so ein Pärchen reingeht, die haben nicht miteinander geredet. Das ist ja unfassbar für mich, ne? Selbst stehen die oft vor der Tiefkühlabteilung mit ihren Chicken Wings und Burger und Pommes. Da würde ich noch sagen, nur was willst du heute Abend essen? Hast du ja Bock auf das oder willst du das? Stehen die beide davor, gucken da rein, total stumm, gucken sich beide an, sagen kein Wort und sie greift was rein, packt in den Korb und ja, das ist hier echt Kommunikation, das was ich zu viel brabble teilweise, ja, da kriegst du die nicht warm für. Die reden einfach nicht. Ja? Und wenn ich in eine Kaufhalle gehen würde bei mir, mich würde irgendjemand anstarren. Also das gilt jetzt allgemein so. Also das
für alle Regionen hier oben, ja, alle Lehnen, war das immer das Gleiche. Bei mir zu Hause würde mich irgendjemand angucken. Ja? Du gehst so rum, kennt das ja vielleicht auch, in die Regale und dann seht ihr irgendjemand, der guckt euch an. Der guckt euch hinterher, der starrt euch an, vielleicht auch ein Detektiv, den meine ich jetzt nicht eigentlich, aber es gibt Leute, die gucken euch irgendwo. Das gibt's hier gar nicht. Die Leute gucken eigentlich fast bewusst schon weg, kann man sagen. Aber nicht so, dass sie kein Interesse haben, sondern dass ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen was mit Anstand zu tun hat. Nicht so wie die Japaner, ne, die das im Prinzip, auch wieder ganz anderes Thema, sondern hier ist es eher so, das geht mich eigentlich nichts an und ich will da nichts wissen, sonst gehe ich dem zu nah in seine rote Zone im Prinzip. So kommt mir das vor. Wisst ihr, was ich meine? Ja, gut, also Shopping-Tour beendet. Ich werde... Der arme Ila ist jetzt hier voll mit dem ganzen Krempel. Ich werde das jetzt ordentlich im Auto sortieren. Heiß zu heiß, kalt zu kalt. Heiß hatten wir nicht, aber ich irgendwas... einen Saft ziehe ich mir jetzt noch rein. Und der Rest muss irgendwie zwischen das Hilleberg hinten ganz nach hinten gedrückt werden. Es schneit ohne Ende. Dann suchen wir uns hier ein Plätzchen, wo wir Eli verfüttern können. Richtung Tankstelle würde ich fahren, da ist der Halb ein bisschen überdacht. Denn wir sind schon ganz schön zugeschneit hier. Also das sind hier, es hat die ganze Zeit dicke, fette Flocken. Vielleicht sehe ich hier noch irgendeine Mutti mit einem Jogginganzug und T-Shirt, dann werde ich die in jedem Fall ansprechen. Und wenn ich über die Straße schreie, das ist mir völlig egal, weil, das gibt's nicht. Guckt euch die an! Ah, sie sieht das jetzt wahrscheinlich nicht. Ist, da ist der zweite. Das ist das Duo. Das sind die beiden 240er akkurat. Das ist unfassbar. Die fahren ja, jetzt ist kein Witz. Seht ihr jetzt, ihr seid live dabei. Er driftet rum. Ja, akkurat. Akkurat. Wunderbar. Ich hab ihn auf Video. Gleich zur Polizei Anzeige machen. Ah, jetzt fährt er hier runter auf den Parkplatz. Jetzt nochmal ein Drift. Alter, die Eckscheibe. Komm, die Fenster runter hier. Ganz schnell. Den sehen wir da 100% mal driften. Jetzt live. Pass auf. Da geht's los. Jetzt steht er. Er steht. Überlegt er wahrscheinlich jetzt, ob er was von dem Burgerladen nehmen will oder warum der Trottel hier vor dem Coop ihn mit der Kamera aufnimmt. Das Schlimme ist auch noch, die GoPro, die blinkt gerade noch rot. Habt ihr den... Das ist er. Der abgehackte Mercedes, der weiße. Nee, ihr seid jetzt live dabei, das ist wirklich, ihr habt gesehen, ich erzähle keinen Bullshit, ja, es ist wirklich alles wahr gewesen. Jetzt fehlt noch die Kassiererin, die hier rüberkommen müsste. Also dann steige ich aber aus, jetzt geht da Gas, pass auf. Da! Ja, es geht rum, es geht rum! Der Hintern, das war jetzt aber nur eine 180er. Komm, ja, nochmal! Der Junge hat Spaß ohne Ende. Ah, herrlich, ne? Guckt euch das an. Das geht hier den ganzen Tag so. Jetzt kommt noch ein Holztransporter. Das ist Holztransporter Nummer 27 innerhalb der letzten Stunde hier. Ah, also die haben zu viele Bäume, definitiv. Guckt euch das an. Also, ganz ehrlich. Und das, ich bin hier der Einzige, den es gerade interessiert, ja? Es gehen auf der anderen Seite jetzt hier bei dem Coop Leute lang, da guckt gar keiner mehr hin. Bei uns würden sie jetzt schon rufen, 110. Ich hoffe für ihn, dass er keine Kante erwischt, aber sieht ganz sauber aus, was er da bringt. Müsst ihr dazu wissen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin der Meinung, der hat keine Sperre. Ne? Ich hatte euch ja erklärt in meinem Dominik-Fahrzeugtechnischen Taschenbuch-Ausgabe Nummer 27, hatte ich über was über Allrad und die ganze... Schose erzählt über Antrieb und so weiter, ja, und in dem Fall Differentialsperre, das Thema. Ich glaube, der hat keine, also serienmäßig hat das Modell keine. Aber ich bin jetzt nicht der super, super, super Auskenner von denen, ja, also, weil ich selbst keinen habe, leider. Vor einer Weile war das, stand das mal auf der Liste, weil es ein schöner Reisewagen wäre, ja. Aber sind, wie gesagt, ausschließlich Benzinermodelle und zum damaligen Zeitpunkt machte für mich Benziner leider keinen Sinn. Ja, aus heutiger Sicht hätte ich überhaupt gar nichts dagegen einzuwenden. Natürlich, der Diesel ist hier etwas, hält deutlich länger, ja. Der Benziner wäre schon längst leer mit unseren ganzen Leerlaufphasen und so weiter. Aber für den Winter ist der Benziner hier natürlich deutlich geeigneter. Naja, die beiden machen jetzt hier wahrscheinlich Treff auf dem McDonalds-Parkplatz, so wie das bei uns ist, kennt er ja. Ja, vielleicht, ich hatte jetzt gedacht, wenn ich jetzt noch filme,
kommt noch irgendein Highlight vorbei, wo hier, weiß ich nicht, ein Holztransporter im Kreisverkehr noch driftet. Ganz ehrlich, ich traue denen das zu. Dann hätte der das mal drauf. Ich denke, da passiert jetzt erstmal nicht mehr viel. Die beiden werden sich jetzt noch ein bisschen unterhalten. Sollte was passieren, schalten wir nochmal live dazu. Die könnten ja auch eine Weile noch stehen. Ihr habt sie auch gesehen jedenfalls, ja? Die Schweden haben hier in jedem Fall Spaß. Ja? Den Spaß, den wir nicht haben und den wir nicht haben dürfen. Und wenn, dann wir verhaftet werden. Auf dahin, wir melden uns gleich wieder aus der Tankstelle. Wir waren tanken. Also mit der Tankdecke zugefroren, ne? Da habe ich schon Panik gehabt. Oh nein. Ja, das ist das Problem mit dieser Elektrik, ja. Das kann mal haarig werden. Ich mag lieber manuelle Tankdeckel oder gar keine. Aber alles gut. Ich habe die Verkäuferin an der Tankstelle noch nach Schuhwachs gefragt, weil ja der ganze Laden aussah wie ein Baumarkt im Prinzip. Da gab es wirklich alles. Ja? Inklusive der Isomatte. Übrigens eine Eva-Zote-Matte. 190 x 60, 14 mm stark für 140 Kronen. Das wäre genau derselbe Preis wie dieses heiß Phrases-Imitat gewesen. Ja? Hätte ich mal lieber die Matte, aber... Jetzt brauche ich sie auch nicht mehr holen. Ganz ehrlich, der Kofferraum ist voller Matten. Da kriege ich gar nichts mehr rein. Also ich habe jetzt schon gestopft, um überhaupt das gefrorene Rentier da noch reinzukriegen. Und das ist ja bloß so ein Ding, ne? Naja, jedenfalls gibt es leider, hat sie keine Schuhcreme. Und ich hatte, das hatte ich noch vergessen zu sagen, ich war in dem Coop drin. Und war froh, als die Hausabteilung kam und ich gesehen habe, da gibt es Schuhcreme. Schuhpolish habe ich gesehen. Total geil. Aber leider genau das Regal, also es waren so vier so eine Greifdinger, ja. Genau das offensichtlich, wo ich gesehen habe, hier mit Wax drauf stand, komplett leer verkauft. Es war nur noch dieser Müllpolish da für im Prinzip Licky-Micky, Schicky-Micky Lacklederschuhe, die hier ja kein Mensch trägt. Das hat natürlich auch kein Mensch gekauft, logisch, ja. Tja, also gibt es hier auch wieder keinen Bienenwachs und draußen wird es immer nasser. Ihr seht ja, es schneit oder auch nicht. Wir sind jetzt hier an der Tankstelle, an der Rückseite, an der Hinterseite. Denn die hat kein Dach mehr. Das Tankstellendach liegt da. Liegt sozusagen neben der Tankstelle. Ja, ist mir denn auch erst jetzt aufgefallen. Hätten wir bei Ingo mal lieber. Ne? Aber egal, ich hab Eli verfüttert. Und weil er im Schnee natürlich nicht so gern essen mag, ja, habe ich ihn hier in das Lufthäuschen. Da war genau noch Platz für Eli und die Dose, ja. Ja, man findet immer irgendwo was, ja. Man muss einfach nur, man kann dumm sein, man muss sich nur zu helfen wissen. Ne? Also Eli ist verfrühstückt, der ist fix in alle, getrunken hat er auch, ne. Und du bist jetzt ein bisschen Bubu. Eli ist richtig fertig, da musste sich jetzt überlegt mal, zwei von diesen ekelhaften Patties, die halben Pommes und dennoch die Dose und Wasser. Ganz ehrlich, da würde ich den Rest des Tages keinen Mucks mehr von mir geben, wenn ich das essen würde. Ich werde jetzt noch irgendwo hier einen Mülleimer finden, wo ich das hier entsorge, weil den Rappel will ich hier bestimmt nicht mitnehmen. Die Karre werde ich erstmal, sobald wir hier auf Vmax beschleunigt haben, das heißt 45 km/h auf der Europastraße, hier erstmal die Scheiben runter machen, hoffen, dass hinten nichts rausfällt, damit wir erstmal durchlüften. Das riecht hier ekelhaft nach Burger drin. Ich könnte gleich brechen. Ganz schlimm. Ich bereue es schon, dass ich da war. Also ich, das ist ja Schlimme. Man weiß vorher, kennt ihr das, ja? Und ihr fahrt rein in irgendeinen Burgerladen, ihr sagt, ich muss jetzt unbedingt was essen. Hauptsache, ich muss was essen. Und kaum, dass es drin habt, sagt er, hätte ich es mal nicht gegessen. So ähnlich fühle ich mich jetzt. Aber ich bin um ein Review reich. Und ich konnte jetzt definitiv absolut final feststellen, dass es hier auch wirklich nicht lohnt, für irgendein Fastfood-Kram einzukaufen. Egal, ob es das oder das ist, es ist beides. Gut. Also wir werden jetzt, Ziel ist, ich fahre jetzt so lange, bis es nicht mehr schneit. Ich hoffe, dass wir dann plötzlich nicht in der Stockholm rauskommen. Das wäre echt fatal. Also ihr seht ja, was los ist. Ja, ich muss euch das hier nicht sagen. Hier ist absolutes Driftwetter. Ihr habt hier, ich kann gar nicht vor... Ah, jetzt kommst du, pass auf. An der Tankstelle kam nämlich der weiße Mercedes. Der stand in der ganzen Zeit, der abgesägte Pickup im Prinzip. Ne? Der stand die ganze Zeit an der Straßenrand.
Und als ich in die Tankstelle reinfahre, kam er hinterher. Was glaubt ihr, wer am Steuer sitzt? Oder wer vorne überhaupt drin saß? Ein kleines Blondchen. Gerade übers Lenkrad. So ungefähr. Ich dachte erst, ist das ein Kind? Ich meine, ist ja noch ein halbes Kind. Die sind aber nicht älter als 17, ganz ehrlich. Ne? So im Riss. Denn diese Mütze auf, diese Norweger-Mütze, kennt ihr ja, mit Ohren zu hier im Prinzip. Die Scheiben waren halb beschlagen. Es ist ein absolut. Es ist ja noch nicht alles. Da saßen drei. Ohne Mist. Also ich weiß nicht, ob es ihr Kind war oder ob das ihre Schwester war oder Sohn, kann ich nicht beurteilen. Es war ein Kindersitz in der Mitte. Kein Witz, ich konnte reingucken, die hatten ja Licht an. Da war ein Kindersitz in der Mitte. Ich meine, jeder kennt dieses Fahrzeug, ja, alte Mercedes. Das ist auch keine Dreierklasse vorne. Ne? Jedenfalls saß ein Kind in der Mitte und auch ein junger, also der war nicht, also ich würde sagen, gleiches Alter. Ja, auch so 16, 17, vielleicht maximal 18. Ja, saß auf dem Beifahrersitz. Und Mutti mit der Mütze, mit jetzt ohne Scheiß, mit Handschuhen, halb beschlagene Scheibe, ja, war übrigens ein Diesel, ja, so, ja, und ich dachte, das kann nicht ernst sein. Und kaum, dass sie wieder runterfährt von dem Tankstellenparkplatz, wieder schön quer. Also echt, hier erlebst du Sachen, es ist fabelhaft, ganz ehrlich, ja, warum geht's nicht bei uns, kann ich jetzt schon wieder sagen, ja. Nun denn, ihr seht, es schneit. Ja? Seid jetzt hier mal schön im Schnee draußen. Und das schneit auch ziemlich schnell zu gerade. Also es geht hier echt ratzifatzi. Wir sehen es ja, hier unsere Spuren sind schon fast weg. Das dauert nicht mehr lange. Ich habe jetzt übrigens gewechselt auf Badelatschen. Ja, weil mit Wanderstiefeln fährt sich ganz schlecht. Ich gehe davon aus, dass ich die Nacht einfach durchfahre. Der Burger liegt so ekelhaft im Magen. Das ist so widerlich. Ich ziehe mir jetzt erstmal den Smoothie rein, den Energie-Smoothie hier. Ja. Kraftjuice. In der Hoffnung, dass ihr das wieder ein bisschen besser macht. Ja. Und zur Not kann ich ja noch ein paar Brötchen knabbern. Also ich werde mich schon wach halten. Dann gibt es vielleicht wahrscheinlich Radio Megapol. Mal sehen, ob ich Empfang habe bei Schneefall. Und dann wird VMAX 45 angesehen. Und wir werden ja sehen, wo wir denn im Prinzip irgendwann ankommen. Ich kann es nicht sagen, aber ich werde jetzt fahren bis Peng. Ja. Ich hatte ja gesagt, so ungefähr 500 Kilometer müssen wir brücken. Ich hätte jetzt hier noch ein Naturreservat, das Kivo, das wäre genau bei Abiziau gewesen. Das war das letzte, was ich hier kenne. Ja. Ich bin nur kein Schwede, ich kenne nur nicht alle, ja, aber ich denke doch, ich kenne eine ganze Menge. Und dann bin ich der Meinung, kommt jetzt eine riesenlange Durchstrecke. Nicht nur was Naturreservate angeht, sondern auch was vor allen Dingen Nationalparks angeht. Da ist jetzt erstmal eine ganze Weile lang gar nichts, kann man sagen. Ich zeige euch das nochmal auf der Karte, damit ihr wisst, wovon ich rede. Für alle, die jetzt, brauchen wir nur einen kurzen Überblick haben, hier in unseren Wegfreund. Ich staue euch mal kurz zusammen. So. Und geht auch ganz fix. Ja? Nur mal kurz zum Zeigen, wo wir sind. Das ist Schweden. Ich hoffe, das ist jetzt so erkenntlich. Und wir sind hier oben bei Arvidsjaur. Ja? Das hier oben, Jokkmokk, das war der Polarkreis. Übrigens. Ja? Und wir sind nochmal kurz zur Erinnerung gekommen von Finnland. Das ging so. Also hier oben ist der Inari-See. Ne? Dann sind wir hier so runtergefahren. Bzzzt, bzzzt. Hier befinden wir uns jetzt. Und meiner Meinung nach ist zumindest in diesem Bereich nicht viel los. Das jetzt bitte nicht wörtlich nehmen, beziehungsweise mich festnageln darauf. Ich weiß aber, dass Nationalparks denn vor allen Dingen erst hier wieder dip, 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 so anfangen. Ja, und hier dip, 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 dip sind und natürlich hier dip, 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 dip noch ein bisschen. Aber in diesem Bereich, und das passt jetzt im Prinzip auch ganz gut, dass ich das im Prinzip skippen würde. Ja, ich werde jetzt diese Strecke, das ist jetzt Ziel, von Arvidsjaur mindestens oder so ungefähr, sage ich mal, dieses Stück hier. Ja, also drei Kästchen, um das mal so zu in Atlas-Sprache zu sagen, ja, bis hier fahren. Sagen wir mal hier bis auf diese Höhe. Pi mal Daumen, bis Östersund. Ja, ungefähr. Würde ich jetzt fahren und ich schätze mal, das müssten roundabout 500 Kilometer sein. Das könnte hinkommen.
500 müssten das so sein. Mehr, ganz ehrlich, das werde ich sowieso nicht schaffen. Das wäre jetzt mein Ziel, bis dahin zu gucken, um dann neu zu entscheiden, was Phase ist. Aber das werde ich in dieser Nacht nie schaffen. Ihr könnt euch vorstellen, ja, Durchschnittsgeschwindigkeit 50 km/h, wenn überhaupt. Ne, da kommen wir ja wahrscheinlich nur bis zur Hälfte oder so. Ja. Wilhelmina vielleicht, ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Ja. Ja. Übrigens zu der Marmelade nochmal. Ne, Kalix, das ist ungefähr hier gewesen. Am Kalix-Fluss, ja, hier hatte ich die gekauft. Und wenn es die jetzt hier schon nicht mehr gibt, dann glaube ich, dann wird es hier unten auch nicht mehr geben. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, aber das hier ist im Prinzip Rentierregion. Ja, also nicht bis hier oben natürlich, so Entschuldigung. Ja. Das hier ist alles Rentierregion und deswegen hier nochmal das Rentierfleisch jetzt. Das haben wir auch komplett abgegrast, denke ich, beziehungsweise haben wir jetzt gekauft. Ne? Und hier unten wird es dann wieder mager, was das angeht. Ja? Also die guten Sachen gibt es wirklich im Norden und der Süden ist dann der zivilisierte, tja, Industrieabfall. Das klingt ein bisschen böse, ne? Aber ihr kennt mich ja. Gut, den Atlas brauche ich nicht, da ich hier nur die 45 runterrutschen werde. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ich werde den Akku jetzt auch laden, der ist gleich leer. Ich denke nicht, dass wir uns jetzt hier nochmal widersprechen werden diese Nacht. Es sei denn, es kommt irgendwas Unvorhergesehenes, wie beispielsweise Dominik steht vor einer 2 Meter hohen Schneewand und kommt nicht weiter. Dann schmeiße ich die Kamera nochmal an. Ansonsten könnt ihr davon ausgehen, dass, ihr seht ja die Straßenverhältnisse, dass das eine extrem lustige Sache wird. Ungefähr so wie beim letzten Mal, wo im Prinzip die beiden LKWs da standen und es nicht weiterging. So schätze ich mal, wird es jetzt auch werden. Plus noch on top der Neuschnee, der gerade fällt. Ich freue mich richtig. Auf dahin. Gute Fahrt. Wie beim siebten Sinn. Ihr seht, ich brauche dringend was zu trinken, damit ich wieder ein bisschen runterkomme. Ja? Alles klar. Na denn, bis später.